Düsen wir zum Phoenix Gate vielleicht? Bekommen wir da Antworten? Jetzt keine Sidequests, ne? Aber einen Itemladen. Okay. Bisschen umgucken können wir uns aber noch. Vielleicht gibt's Loot. Aber sehr interesting auch dieser Remark von Dill, dass die Sterne bestimmt einen Plan haben. Weiß nicht, ich kann halt gerade noch so gar nicht einschätzen, wo die Story mal hingeht. Ich meine, wir haben so gesehen ja auch keinen Willen. Also ich denke mal, Barnabas wird erstmal der Böse sein. Aber Final Fantasy ist ja bekannt dafür, dass es immer noch ein großes, ganzes, ewiges Dunkelbösewichterich-Ding gibt. Und die Stakes ein bisschen higher liegen. Vielleicht ist Annabella der Final Boss. Oh, hi. Well, aren't you dressed up smart? Mm-hmm. Especially for a bearer. Proper little prince you look. Das könnte daran liegen, dass ich ein proper little prince bin. This isn't the first time I've seen one of these. Perhaps I can use them as waymarks. Er hat anscheinend nicht mitbekommen, dass er damit schnell reisen kann. Wer sagt's ihm, Ted? Wer erklärt Clive, wie Obelisken funktionieren? Ich meine fair, ich benutze Martha could spare us a few bushels. Nicht so oft, aber... Komm schon, Clive. Hat es Sid nicht sogar erklärt, was die Dinger machen? Aber beschauliches Dörfchen, ne? Also hier, wenn die Spinnen nicht wären. So, mit der Aussicht. Wir haben dann auch immer frisches Trinkwasser. Gibt schlechtere Orte zum Wohnen, würde ich mal behaupten. Bin auch mal sehr gespannt, was der Ursprung der Fäule sein wird. Ich habe das Gefühl, es könnte uns nicht gefallen. Anywhere else to go. Where are you off to then? Or hasn't your master told you? Either way, I expect our humble village ain't your final destination. Not to say it didn't have its charms. Take that tower. Relic of the Fallen it is. Must have stood there a thousand years. And in all that time, no one's ever been inside. Mysterious, eh? Ach so, da war 1000 Jahre lang keiner drin. Schläft da zufällig ein Catboy? Frage für einen Freund. Habt ihr übrigens gesehen, dass Jill dieselbe Idle-Animation hat wie Tifa? Mach's nochmal. Man hat's eben kurz nur so halb im Hintergrund gesehen. Sie ist einfach so eine halbe Tifa. Vielleicht sollten wir mal in den Turm. If you're buying, I'm selling. Na, wir haben ja gerade erst neue Sachen bekommen. Alter, diese Notenrollen werden halt auch immer teurer, ne? Können die mal ein bisschen chillen? Ein kleines bisschen aber nur. Man, was ist denn da los? Safe travels. Vielleicht sind die nur gut weggebunden, das weißt du gar nicht. Das kannst du gar nicht beurteilen. Wobei, Tifa trägt auch zwei Sport-BHs übereinander, habe ich mir sagen lassen. You? Those are Elwyn's. By the flames. You're his firstborn. Clive Rosfield. Mhm. You're mistaken. Oh, you can't fool me, my lord. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes. The self-same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers. Ow, ho.
Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her noble families. When the Ironblood sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here, in search of sanctuary. And never returned. Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. But then the Imperials arrived. Rosaria became a province of Sanbrek. The duchy was dissolved, and they no longer had any home to return to. Back in your father's day, any bearer who lost their master became a ward of the duchy. We'd hand them over to the sheriffs, and they'd be assigned a new position. But when we saw how the Empire treated their branded, we knew that wasn't an option. So they've been here ever since. And now you want to give them to me? They're yours by right, Lord Rosfield. Bequeathed you by your late father. And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house, and still considered the Rosfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe with me. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming for too long. But still, I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. Aber ist das so klug, rumzulaufen und Leuten zu erzählen, dass wir noch am Leben sind, weil ich habe das Gefühl. As fine a man as my father. You're not so very different, you know. Especially dressed like that. Come on, let's go and meet that bearer. Ich glaube, Annabella ist wahrscheinlich nicht so happy, dass wir... Also ich meine, sie hat uns ja extra nicht töten lassen, sondern hat uns an die Army verkauft oder... Ne, ihr wisst. Aber sie ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass wir einfach auf dem Schlachtfeld abkratzen und dann unser Blut nicht an ihren Fingern klebt, so to speak. Aber die ist sicher nicht happy, wenn Clive jetzt hier rumläuft und alle ihm ewige Treue schwören und er hier so eine kleine Revolution anzettelt. Ich glaube, das findet sie nicht so geil. He's not here. Well, I can't leave without meeting him. I've let the mayor down once already. It would be cruel to disappoint him again. All right, let's ask around. Someone must have seen him. Well now, unfamiliar faces. What brings you to Eastpool, travelers? We're looking for an elderly bearer. You wouldn't happen to have seen him, would you? Ah, you mean the old boy who always waits by the well? Yes, that's him. What, Sag mich what jetzt business tot. Do you have with him, if you don't mind me asking? You're not from the capital too, are you? We are, in a way. Well then, it's a pleasure to meet a fellow Rosalithian. I was born and raised down Market Street. And never would have left if Archduke Elwyn had survived the fire. It wasn't the same when the Duchess took over, though. All the beatings, the evictions, the levies going up and up and up, even as the Blight took half the harvest. Oh, listen to me, telling you what you already know. I'm sorry. I'm afraid I can't help you with your bearer, either.
though I doubt he'll have gone far. He comes here every day, almost as if he's waiting for something. We'll keep asking around then. Thank you. Nicht gut, dass er dann gerade heute nicht da ist. Torkel, schnüffel doch mal. Good day, m'lady. What can I do for you? I'm looking for a bearer, an elderly fellow who used to serve the Rosfields. Have you seen him? Ah, that old loon. No, no sign of him today. Funny, he's usually down by the well at this hour, cooking up his fantasy feasts. I'm sorry? Oh, he worked in the kitchens at Rosalith Castle back in the day. Still thinks he's there now. You'll often hear the poor fool chatting away to the Archduke. Living in a dream he is. But better there than here, I suppose. Can't imagine the Viceroy stopping to trade tales with a bearer. Can you? No. Anyway, you'll be round here somewhere. Doubt he has the path to stray too far. Thank you. We'll keep looking. Er sieht auch ein bisschen aus wie Budget Indiana Jones. Hey, hold on a mo. Young Patrick, the chocobo keeper, might know where he is. He's taken the old bird under his wing, so to speak. He'll be in the stables. You should go and have a word with him. Patrick, the chocobo keeper. Thank you. We will. Alles gut. I'm sorry, Jill, for making you do all this in my stead. It can't be helped if we're to keep up the pretense. Come on, let's head for the stables. Es wäre das jetzt so schlimm, mit den Leuten reden zu müssen. Komm schon, Clyde. Ich sehe ein Stable und ich sehe kein Chocobo. Where the bloody hell's he got to? Excuse me, but is something the matter? It's this bearer I've been minding. I take my eyes off him for one minute and he disappears. He's not in his usual spot by the well nor anywhere else in the village. Bad you news. Must be Patrick. I am, but... And this bearer you're looking for, he's an elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? That's the fella. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before. But you seem to know the place better than I do myself. Immer diese Ausblendungen. Erstmal 3 Jahre erzählt. Ah, so that's how it is. Well then, if you're acting under orders of the mayor, you're on a bound to help me find him. He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him and that he needs to go back to the castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Besser aufpassen? Understood. You keep searching here, we'll look for him outside. Thank you. I'm in your debt. Ja, wenn er rausgelaufen ist, haben ihn wahrscheinlich schon längst Monster aufgefressen. I hope he hasn't wandered into trouble. Let's just concentrate on finding him. Nicht so gut. Absolut gar nicht gut. Ja, ich weiß, er ist da, aber ich muss noch ein Item holen. Ich habe ein Item gesehen. Woo! Wow, plötzlich kann er richtig krass springen. Was ist denn da los? Man muss nur den Turbo zünden, wie es aussieht. Wow. Still no sign. Could he have strayed even further? Weil ich dachte, seine Beine sind nicht mehr so fit. Wie kann er denn so weit laufen? Durch so unwegsames Gelände auch noch. Ich weiß ja nicht, Kinder. Ich weiß ja nicht. Oh nein, ist er runtergefallen. Adrenalin? Maybe. Look, there's someone over there. Uh-oh, sieht aus wie eine Boss-Arena. Ich hab Angst. It might be him. We should hurry. Nicht gut.
We can't lead them to the old man. They need to die. Jill könnte mit dem Mann reden und ich könnte die Viecher töten. Sehr klug, aber egal. Klug kann ja jeder. Jetzt auch noch Wölfe. Ich muss aber sagen, so alt und gebrechlich sah der Typ jetzt gar nicht aus. Ging das nur mir so? Mein alt Jahr. Are you all right, my friend? Come on. Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long, but you finally came. I'm not who you think. Clive. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, he answered. Will we be returning to the castle then? There is still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important expedition, one which may take some time. Could you wait for me in Eastpool? Until my journey is complete. I will come back for you then. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Nun. Thank you, both of you. You've been most kind. The memory of serving the late Archduke was his one light in the darkness. And now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course. But it's better than the truth of the matter. A damn sight better. The blight is on our doorstep. Our harvests are failing. The people are leaving in droves. If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stayed behind, we would long since have starved. We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens, we won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Dann wollen wir mal ein Wunder wirken, hm? Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial Garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Cid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Will you be passing through Eastpool on your way back? I should very much like to speak with you again, if you have the time, regarding the future of the village, and what might be done for Lady Hannah, after all she's done for us. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. Ich mag halt auch, dass das hier gerade Main Story ist und sie halt auch den Fokus so ein bisschen wirklich auf Land und Leute auch legen. Also das Worldbuilding in dem Spiel 10 von 10 für mich.
Ich finde das richtig angenehm. Hoppla. Für sowas nehmen die sich viel zu selten Zeit. Ich stehe da halt richtig drauf. Oh, das ist dann wohl die Blight. Die steht ja wortwörtlich vor der Haustür. Scheiße. The Deadlands are aptly named. I didn't realize they were this close. No wonder their crops are failing. The blight is leaching the ether from the soil. And when the last drop is drained, their fields will turn to this. No plants. No animals. No life. And no monsters. Immerhin. I suppose that's one small mercy. Das ist halt wirklich super cozy einfach. We won't be able to use any magic here. Oh shit. Another thing to worry about. As if the absence of ether didn't cause enough problems. Take away the lad's life force, and problems are all that's left. Aber ich meine, immerhin, das Wasser sieht noch gut aus. Schwacher Trost, aber immerhin. Dass hier die ganze Zeit Äste runterfallen, finde ich auch ein bisschen nicht so cool. I can hardly imagine what this place used to look like before the blight took it. Grün. I remember. It was beautiful. Grün und lush und voller Leben und voller creepy crawlies wahrscheinlich. Ungefähr so. Das ist aber auch weird, dass hier einfach so ein Streifen Fäule ist und dann ist hier alles wieder gut. In Anführungszeichen. There it is. Phoenix Gate. Ich auch nicht. Bin mal sehr gespannt, wie. Where it all went wrong. Warum? Weshalb? Woraus? Come on, Clive. It's time to discover the truth. Bin mir nicht so sicher, ob wir die Wahrheit daraus finden werden. Ich hoffe es aber. Ich frage mich halt, ob die Fäule so ein bisschen für den Planeten funktioniert, wie das, was wir jetzt bei den Baron in der Abtei gesehen haben. Ob der ganze Crystal Use im Prinzip halt das, was den Baron passiert, wenn sie ihr Blessing benutzen, das ist, was quasi mit der Erde passiert, wenn die Leute die Kristallsplitter benutzen. Ich glaube, wenn es eine neue Sidequest gäbe im Versteck, würde es mir das sagen. Dann stellen wir uns mal den Ruinen des Phönix-Tors. Trotz der vielen Winter, die seit jener schicksalsreichen Nacht vergangen sind, liegt die Festung seit ihrem Fall unverändert in Trümmern. Bin auch voll gespannt, wie Rosalith jetzt aussieht. Aber bis wir dahin kommen, dauert wahrscheinlich noch cool. Gut, dass Stein nicht brennbar ist, by the way. Sonst wird hier nämlich gar nichts mehr stehen. It's almost as if time had stood still. I suppose no one had any cause to return here. Margrave did. No. It's just as I left it. Ich meine, die wollten ja auch hierher. Let's have a look around. Ich meine, es ist 13 Jahre her. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was er sich erhofft, hier zu finden. Could I have done this? Could anyone? Waren wir das? Das ist ein gewaltiger Krater.
Uh-oh. What is it, Torgon? Mark Grace? That's him. He's the only one who can tell me what happened. I have to know. Ach was, ich kann ihm einfach hinterher rennen? Okay, ich dachte jetzt, mich hält irgendjemand auf. Dann kann ich ja noch ein bisschen in Ruhe gucken, ne? Eieieiei, was hat es nur mit ihm auf sich? Oh, Licht wäre schön. Danke. Ich habe auch kein gutes Gefühl, ne. Where is he? War die Riesentür schon immer da? Nowhere to be seen. Ich würde auch gerne mal wissen, wie diese Salbungszeremonie funktioniert für die Dominance. Also, dass sie eingeweiht werden. Sie hat das ja auch nicht gemacht, bekommen. What is this place anyway? Some sort of shrine. Oh, sorry. You've never been here before. This is the Hall of the Gate. The Gate? Da. It's a relic of the Fallen. Only the Phoenix's dominant can open it. Hence the castle's name. This was where Joshua was supposed to... Wenn Clive jetzt die Tür aufmacht, wäre das blöd. Yes. He would have stepped through this door the next morning and listened to the words of our ancestors. Would you have gone with him? No. The Apodatory is holy ground. None but the Dominant may enter. I and the other shields would have stood guard here and prayed for my brother's safe return. Das ist, by the way, auch wie 10. Where the hell did he go? Das ist wie die Yuna-Chamber. He couldn't have. He'd need the power of the Phoenix. Ich meine, er hat das Blessing. Na, aber das ist halt wie die Summoner Chamber, wo nur Yuna alleine rein darf, um dann da zu beten und den Summon zu kriegen. Bedeutet das aber, es gibt auch ein Shiva-Gate? Und das sieht super mechanisch aus. What the fuck? Seine Kind grüßt. Thank you, Joshua. Are you sure about this? Kann jetzt auch Garudas Tor öffnen? Nevermore. Ich hoffe, da drin wohnt nichts. Oh boy. Boah, aber weißt du, woran mich das auch erinnert? An Xenoblade. Another gate. Let's see if this one opens. Das funktioniert genau wie das Ding von Millennia? Ne, wie hieß die? Malenia? Das ist ein Ei. Guten Tag. Das ist ein großes Ei. Could this place really be a fallen ruin? You could hardly call it a ruin. It's perfect. Like it was built yesterday. Und wer sind eigentlich die Fallen? Darüber könnten wir vielleicht auch mal sprechen. Deren Ruinen hier überall rumliegen, aber das sind Gegner, oder? Have you ever seen anything like this? Maybe? Torge geht aber nicht weiter. Uh-oh.
Ich hab's ja gesagt. Ja, nicht so nah ran. What do we do? The usual. Draufhauen. Das war ein Trailer, by the way. Die Viecher. Das ist kein Käfer. Aber hey, unser erster Fahrstuhlkampf. Guter alter Fahrstuhlkampf. Oh nein. Wie viele von den Dingern gibt's hier unten? Die sind aber auch mechanisch. Guck mal. Die sind nicht organisch. Also ich meine, man könnte diskutieren, ob sie vielleicht magisch sind. Aber organisch sind die jedenfalls nicht. It's over. That's enough. Verteidigungsmodul. Ist das hier Azizla oder was? How can these things still function? How can any of this? This must be what the fallen ruins were like before they fell. Riesige Statuen, noch eine Tür. Das ist ja auch alles riesengroß. Ich weiß, dass die Ancients große Jungs waren, aber... Das ist ja schon ein bisschen gigantisch. Nachher aus diesem merkwürdigen Gestein alles. Verwinkelt. Ist aber auch nicht so gut, wenn es hier so viel Zeug gibt, das dich angreift. Ich meine, wenn Joshua da reingegangen wäre, also Baby Josh, dann wäre doch hier nicht lebend rausgekommen. Ich meine, er konnte ein bisschen kämpfen, das haben wir gesehen, aber komm schon. Ja, eine Kiste. Und alles hat diesen selben geheimnisvollen blauen Glow. Spannend. Laufe ich richtig rum eigentlich? Tue ich nicht. Gut, dass ich Torgel gefragt habe. Vielleicht würde er nicht angegriffen. Ja, aber du kommst hier ja nur rein, wenn du den Segen des Phönix hast. Also wir sind ja nicht widerrechtlich hier eingedrungen. Also Jill vielleicht. Und Torgel. Aber Clive ist hier theoretisch legal. So mehr oder weniger. Aber man hofft, dass er nicht angegriffen werden würde, weil... Looks like he can take a beating. Then let's give it one. Torgel ist überall willkommen. Theoretisch schon. Not this time. Praktisch. Schwierig. Sick up, Torgel. A little help. Too slow. Au. Ich finde das spannend, dass die Gegner nach wie vor Level 19 sind. Sie ist ein Shield-Healer. Sieh mal einer an. Obwohl wir mittlerweile 22 sind. Wow. Ja, ja, ja. Da hört man einmal auf das, was die Frau sagt und kriegt direkt aufs Maul. Nicht okay. Ich
Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was hier der Boss-Boss ist, weil das ist, denke ich, nur der Zwischenboss. Darf man das hier dann als Dungeon werten? Bisschen schon, oder? Does any of this make sense to you? None. Let's find the hooded man and leave. Und wie ist der überhaupt hier durchgekommen? Ich meine, wir wissen, dass er ganze Sachen anzünden kann und so, aber... Gunst des Windes Krallensturm. Vielleicht sollte ich die Dinger doch mal ausrüsten. Ich kriege auch so leichte Elpis-Tomb-Vibes. Und Turm von Babel. Ja, es ist schon irgendwie so eine Prüfung, ne? Vielleicht um sich würdig zu erweisen, aber dann da Kinder reinzuschmeißen, ist trotzdem ein bisschen dämlich. Och nö, Bomber. Whatever they are, I don't think they're friendly. Ne? Ist vielleicht nicht so klug, die mit Feuer anzugreifen, aber hier goes nothing. Au. Explodiert der Typ einfach in mein Gesicht. Rude. Ich meine, immerhin. Joshua have had to run this gauntlet too. No. At least not that I ever heard about. I imagine the Phoenix would receive a warmer welcome. Vielleicht. Immerhin sind sie fair mit Heildingern. Der nächste Aufzug. Aber das ist ja alles. Where will we end up this time? Super hochentwickelt. Surrounded by contraptions hellbent on murdering us, I expect. Sei doch nicht so negativ. Could the hooded man really have taken this path? We won't know until we've followed it all the way to the end. Come on, let's keep looking. Aber das Ding ist ja, wenn Kutterich hier durchgelaufen wäre, wären die ganzen Dinger doch schon tot. Das heißt, es muss für den Phönix eigentlich eine Abkürzung geben. Aber wo ist dann der Prüfungsvalue? Filmfehler. Och nö. Wer hat euch denn eingeladen? Au. Wenn du nicht perfekt dodgst, kommst du da aber auch nicht mehr raus, ne? Fies. My wounds, boy. In dem Punkt ist es ein bisschen Dark Souls. Sweet. Bad News. Oh Gott. Mehr davon, Jill. Mehr. Darf
Verdammt, ich wollte wegdodgen, aber dann war da keiner mehr. Nein. Lucky. Nicht so lucky. Der 16. Nicht so jung. Nicht so jung wie Baby Joshua. Er war ja wirklich noch ein Baby. All things considered. Und Yuna musste basically ja auch nur beten. Dafür hatte sie ja Guardians. Die durften sie ja bis zur Kammer tragen. Und dann musste sie ja im Prinzip in Anführungsstrichen nur beten. So, du kannst als Summoner kämpfen, aber du musst ja nicht. Donna hat sich ja zum Beispiel auch nur durchtragen lassen. Look out! There's more of them. Oh, nicht schon wieder Bomber. Ich finde es auch interessant, dass die Gefallene heißen. Also gefallener Käfer. Okay, der Bomber nicht. Genau. Ich glaube, gefallener Wächter auch. Ja, das Problem hat sich selbst erledigt. Sweet. Weil dass sie sagen, Joshua muss da alleine reingehen, obwohl er Schilde hat, die im Prinzip funktionieren wie die Guardians. Gut, dass wir es nicht gekauft haben. Impliziert ja eigentlich, dass wenn du dein Kind unbewacht reinschicken kannst, dass er nicht unbedingt sowas hier facen muss. Aber vielleicht bin ich dazu naiv. Das hier erinnert mich auch ein bisschen an die Dungeons in 12. Aber ist kein Final Fantasy. Gar nicht. Uh-oh. Jetzt kommt der Boss. I don't like this. Apropos 12. Ein Eisengigant. Cool. Ich dachte erst, es wäre eine Richterrüstung. Oh shit, Schwester. Seems the feeling's mutual. Oh shit, Schwester. Au, wow, wow. Ja, die Eisengiganten gab es auch schon in 10. Eventuell vorher. Aber in 10 auf jeden Fall in der Wüste die ganze Zeit. Ich meine, ich hätte aber schon mal in einem 2D Final Fantasy einen gesehen. Ich frag mich nur nicht in welchem.
Anders der Kopf manchmal nicht aus, ne? Ja, Eisengiganten in Zehen waren creepy, weil die dich einfach mal nebenbei gekillt haben. Die waren nicht ohne, die Kollegen. Seit zwei sogar. Wow. Kannst du nicht? Not for long, is it? With me. Hätte vielleicht lieber das Angriffstonikum fressen sollen. Ja, dann machen da. Aber ich mag das neue Design. Das ist schicki. Au. Not this time. Du kommst her, mein Kleiner. Also komm, den kriegt Joshua ja wohl im Leben nicht klein. Also come on. Da wäre Baby Joshua aber sowas von platt. Das war aber ein cooler Kampf, der hat Spaß gemacht. Gute Nacht, Sky. Hau rein. Ach Gott, das Spiel macht so Laune. Und es tut meinem Kopf überraschend nicht weh im Vergleich zu Seven Remake. It's done. What are these creatures? And why do they keep attacking us? Gute Frage. Vielleicht kriegen wir jetzt da oben Antworten. Und wo ist Kutterich? They're probably asking themselves the same thing. We're the ones trespassing here. They're just protecting their home. Ich sehe eine Kiste. Jill, look. Ja, aber wir sind jetzt runter und wieder hochgefahren, ne? Vielleicht kann der Dominant einfach durchlaufen. Is that some kind of mural? It's worth a closer look, whatever it is. Warte, ich loot kurz. Ah, hier ist eine Tür. Also vielleicht kann Joshua einfach durchlaufen. Und wir haben jetzt unseren Weg quasi gebrute forced. Da hinten sieht aber ironischerweise eher wie Garuda aus. Mit den vier Flügeln. Okay, wie komme ich denn da runter? Hier? Aber das hier ist wirklich krass, 12 gerade. Es ist halt so cool, weil es ist so ein Love Letter. Wie wenig überraschend. So, der nächste Fight. Sieht nämlich auch wie eine Arena aus.
Hi. Mama, der hat eine Sense. Alright then. Me no likey? Ein Lich. Ja, natürlich. Willst du mich eigentlich verarschen? Warum ist ein Lich hier drin? Not this time. Was geht denn ab? Vor allen Dingen, was ist das für ein Design? Not this time. Jetzt beruhigen wir uns aber mal für einen Moment. Dass er da immer nach oben springt, nervt. Weil du so oft dann einfach daneben haust, weil er sich hochkatapultiert und dann über dem Gegner seine Combo macht. Ach Mist. Au. Der ist schnell. Bist du Noctis oder was? Hör mal auf. Hör mal auf mit der Porterei. It wasn't like the others. It would seem this place holds even more secrets than we thought. Ja, vor allen Dingen haben wir jetzt drei Wege, glaube ich, die aufgegangen sind, oder zwei. Mal den hier. Ich meine, es macht ja Sinn, Dominus zu prüfen, wie krass er ist, aber Joshua wäre hier drin einfach verreckt. Okay, Torgel will hier lang. Aber die Tür leuchtet auch. Das müssen wir beide machen. Das da sieht einfach wie Garuda aus. Ich sag's gern nochmal. Richtig geiler Dungeon, aber. Schämen. Look out! Ja, ich habe dafür auch extra gespart. Mobb mich doch nicht. Ich weiß schon, warum ich die Fähigkeit unbedingt haben wollte. Müssen wir die jetzt alle anzünden? Und dann passiert was Cooles? What have we here? Sieht so aus. Another fallen wonder. Ist das alles geil? Ja, wir müssen jetzt das Ding in der Mitte powern, ne? Macht Sinn. Laufe ich eigentlich Eisengiganten zwischen den Füßen durch? Sieht ein bisschen so aus. Weiß nicht, ob das von Sid so klug war, sich in Ancient Ruinen einzuquartieren. Sollte er hier nach vielleicht nochmal überdenken. Aber da würde ich jetzt gerne mal mit Sid sprechen, weil Sid wurde, glaube ich, gesalbt. Well, that did something. Weil Jill hat ja auch keinen Plan. Jills Zeremonie haben sie ja auch nicht gemacht. Also sie ist ja wie Joshua und Clive so planlos. Aber was mit Benedicta, was mit Sid? Wurden die richtig eingeweiht? Oh Gott, es vibriert. Oh Gott. Oh Gott. Hi. Und die leuchten ja genauso wie die Obelisken. Ist euch das aufgefallen? Das ist ja dasselbe Blau.
Weed? Ist das das Ende? So, it isn't a dead end after all. Apparently not. Sieht ein bisschen aus wie etwas sehr Beunruhigendes. Wie ein Schlund. Oder ist das das Ei? Bin unsicher. It all seems to lead to this room. And look what's in it. Garuda? Okay. Das Heiligtum. Das ist doch das eine. How old do you suppose this is? A thousand years? More? I don't know. I've never seen anything like it before. Who is that in the middle, do you think? Some sort of god. Man würde vermuten, es ist Phönix oder Ifrit, aber... Warum kann er die Zeit anhalten? You're him. The second dominant of fire. Who are you? What? Wait a second. Ich weiß, sie haben irgendwann mal was von Feuer-Twins erzählt, aber... What? The fuck just happened? What? Ah, no. Ich glaube nicht Time Travel, das wäre zu einfach. I'm back. Andererseits? Wobei, das könnte jetzt auch eine Erinnerung sein, einfach, ne? Joshua! Stop it! Aber was, wenn es schwarze Bestia gibt? Stop. Wenn das da Black Ifrit ist und nicht Ifrit. Joshua chose me to be his shield. He gave me his blessing and asked me to keep him safe. I should have protected him that day. It was my duty. Did you? Ich bin so verwirrt. Joshua died. I killed him. And I blamed another for what I did. To spare myself the guilt. I feared that by accepting it, I would lose what little was left of me.
So I ran from everything. And now? Are you ready to accept the truth? I am. I know it won't be easy, but it's what I must do. So that Joshua's soul can finally rest in peace. Aber es ist doch ein Trick. Wir haben doch Margrace gesehen. Unter der Kutte. Kämpfen wir ihn, oder? No matter how bitter the truth that awaits me, I will press on. Come, Ifrit. Show me who you truly are. Aber warum soll er glauben, dass er seinen Bruder getötet hat? Ich verstehe, dass wir das hier jetzt gerade machen und gegen uns selber kämpfen und alles. Aber wer will, dass er das denkt? Dass er akzeptiert, seinen Bruder getötet zu haben. Warum? Wem nützt das? Ja, und wieso sieht Margrace dann aus wie Joshua? Find's aber schön, dass Ifrit Kampfeld immer gleich aussieht. Immer. Ja, Gott. Wenn da ein Time-Travel-Plot dahinter wäre, könnte ich mir vorstellen, dass das dazu dient, Barneys Plan zu vereiteln, in dem Phönix essentiell im vermeintlichen Tod versteckt wird. Ja. Aber ich denke halt nicht, dass Barnabas der Drahtzieher hinter allem ist, sondern eher halt Joshua oder Margrace. Ich denke, Margrace ist eher so sus. Oder Annabella, ja, die sowieso. Wobei, mauschelt die mit Barnabas? Ich bin nicht ganz sicher. Die hat ja den Typen von Sunbreak geheiratet. Aber ist der König von Sunbreak Barnabas oder der andere? Ich habe mal wieder Probleme mit Namen. Weil ich meine, dass Barnabas der König von Sunbreak ist, aber ich bin nicht ganz sicher. Oh, switch doch! Switch doch! Oh. Sweet.
Aber vor allen Dingen, eigentlich sollte ja Joshua hier getrialt werden und jetzt ist es Clives Trial. Weil Clive ja besonders ist. Child of Fate und so. Immer eine zweite Runde. Oh nein. Dark Joshua. Oh shit. Yes. Besiege dich selbst. Besiege deine Angst. Still you deny it. Even when the truth's staring right at you. Come on, Clive. Face your fears. Ki Hikaru Utada. Warum kann der Feuerer und ich nicht? Das ist ungerecht. Grab ihn doch! Mann. Da habe ich mein Zeitfenster wieder verpasst. Mann, die Typen an. Wie sieht halt, läuft er aber auch einfach wie eine lahme Ente mit gebrochenen Füßen. Was soll ich denn sagen? Lahme Ente mit gebrochenen Füßen. Ich muss echt mal meine Fertigkeiten upgraden machen. Weißt du, in anderen Spielen wäre das der Final Boss. Von der Qualität her. Dodgen ist manchmal einfach so für den Arsch. Ich weiß nicht, wo der Clive manchmal mit mir hin möchte. Vielleicht den Heidepark. Hätte er sich verdient bei dem ganzen Quatsch, der hier abgeht. Ich wünschte, ich hätte sein Arsenal, Junge. Aber wirklich mal jetzt. Er hat ein paar Tricks mehr drauf als ich.
Clive, nicht aufgeben. Kommt jetzt Old Man Clive. No escape, eh? Ja, doch nicht. It's all right. I'm done running from you. Together, then. It's time to find out who we are. Once and for all. Limit! Die Wahrheit akzeptieren. Ob ich es wohl auch einfach nicht machen kann? Gehen wir dann Game Over? Nein, ich glaube nicht. Na dann. Dude! Show yourself, Ifrit. Alter, ich hab so Gänsehaut. Wie geil ist das? Wir kennen nichts. Wo ist er denn? Guck, ich sehe ihn überhaupt nicht. Alles brennt. Infernaler Schatten. Wie episch willst du sein, ja. Jesus. Die Scale von dem Spiel ist einfach insane. Junge. Komm, du auch. Enough. I know the truth of it now. You are not afraid. I am. Ich glaube, ich sehe doppelt. Wow. Geht's nur mir so oder ist es echt heiß hier drin? Holy shit. Feuersplitter, die manifestierte Macht der Esper Ifrit in einem Kristallsplitter, der sich heiß anfühlt. Wenn man ihn sich ans Ohr hält, kann man die Schwingungen der Magie hören. Uff. Wenn das schon das Finale vom ersten Viertel des Spiels nur ist. Wo soll das hingehen, Junge? Wo soll das denn enden? Yes, Mom. You will be sorry. Well, what is that? Talia Schneer. Mach keine Witze, Leute, ist die PS5 schon überhitzt. Ja, mit dieser Stimme ist irgendwas faul. Das ist nicht gesund.
Irgendwas ist hier richtig faul, Alter. Are you all right? Jill. It's nothing. I'll be fine. Das Ding ist, wenn es Margrays Begleitung nicht gäbe, würde ich ja sagen, es war der Geist, der ihn hergeführt hat. Aber Sid hat ihn auch gesehen. Er hat eine Begleitung. Also irgendwas ist hier super weird. Irgendjemand benutzt Joshua und ich finde, wir hätten da durchgehen sollen. Jetzt sind wir so weit gekommen und er geht einfach zurück. Mach doch nicht. Mach doch nicht diesen. Clive, are you sure you're all right? Whatever it is, you can tell me. I had a hard enough time telling myself. I awakened as a dominant of fire, right here in this castle. And I've been running from it ever since. But now I know for certain who I really am. The second Icon of Fire, who killed my brother and burned this castle to the ground, was me. Ifrit. Clive. I took so many lives that night, and destroyed so many more, including yours. And I must atone for the crimes I've committed, but not before I learn the whole truth. How can a second Icon of Fire even exist? And why was I chosen as its dominant? Who is the hooded man who brought us here? And what does he want? Es gibt ja einen zweiten Dominus. Wir wissen es ja. Der hat ja das andere Castle niedergebrannt von Benedicta. I need to know. And since I'm still breathing, I might as well make myself useful. We'll find your answers together. I want to learn the truth too. There'll be time enough for atonement when we're done. I was hoping you'd say that. I don't think I could do this without you. You never were one to hide from the truth, even when we were young. And you haven't changed a bit. You're wrong. I have changed. But I don't want to be that person anymore. The things she did were unforgivable. And yet, they're what brought us back together. Thank you, Jill. Sieht auch ein bisschen aus wie Roxas. If he is here, then the disturbance I felt at the care must have been confounded. The hour is later than I thought. Und er weiß ja offensichtlich was. Margrays weiß Dinge. Währenddessen. Dalmechia. Ist das Titan? Ja, das ist Hugo, ne? Ja. Tell me, who did this, or I'll see you suffer the same fate. Er hat wohl von Benedicta gehört. The man who delivered the coffer said, he said Sid paid him. No!
hat er... I let you run amok with the rest of your rats, and this is how you repay me? Hat sie find jetzt out where he is. Hugo die Leiche von Benedicta geschickt, oder was? I'll crush him, flay him, rip out his heart, him and all his filthy brood, and send every last one of them to hell. Out. Ja, ist eine ziemlich kleine Kiste, ne? Ist vielleicht wirklich nur der Kopf. Alter. Ich sag doch, Sid ist auch nicht so ganz koscher. Wenn da jetzt wirklich ihr Kopf drin ist, dann, Sid, my boy. What the fuck? Aber warum Hugo und nicht Barnabas? Hätte sie auch Barnabas schicken können. Warum will er zuerst Hugo triggern? Benedicta. So viele Fragen. Keine Antworten. Der Sinn des Lebens. Ja, perfekt. Apropos keine Antworten. Ifrit ist erwacht. Clive hat die Kontrolle über die Esper Ifrit erlangt, wodurch ihm neue Esper-Fertigkeiten wie zum Beispiel Feuerramme zur Verfügung stehen. Wie der Name schon erahnen lässt, eine Ramm-Attacke, die Gegner zurückwirft und ihnen stetig Schaden zufügt. Außerdem ist die Limit-Rauschleiste jetzt verfügbar. Ifrit teilt sich die Plätze für Esper-Fertigkeiten mit Phönix. Auch verdächtig as fuck. Einen Überblick erhältst du unter dem Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü. Die Limit-Rauschleiste befindet sich unter Clives LP-Leiste und macht ihn zu Kratos. Entfessle Clives innere Bestie und verwandle ihn in einen halb erwachten Ifrit, indem du L3 und R3 drückst. Wenn diese Leiste voll ist, sie füllt sich jedes Mal, wenn dir Schaden zugefügt wird oder du erfolgreich offensive und defensive Manöver durchführst. Ehrlich gesagt, das Kampfsystem erinnert mich auch voll an God of War. Gerade auch so der Teil. Und wie du upgradest und so. Vielleicht schätzt der Hugos Reaktion als emotionaler ein als bei Barnabas. Das kann sein. Oder es gibt halt einen Grund dafür, dass er zuerst Titan rausnehmen will, bevor er sich mit Odin anlegt. Aber ich schätze, das untermauert, dass wir als nächstes uns mit Titan auseinandersetzen und Titan tatsächlich die dritte wird, die wir kriegen. Im halberwachten Zustand hast du für begrenzte Zeit eine Reihe von Vorteilen im Kampf. Angriffskraft und Geschwindigkeit sind erhöht, Lebenspunkte werden stetig regeneriert. Nice. Und deine Angriffe durchbrechen die gegnerische Verteidigung. So, what next? We return to Eastpool. I promised the mayor I'd talk to him again. About Lady Hannah, amongst other things. Though she may be loath to leave, I can't help thinking she'd be safer with Sid too. Ich weiß nicht. We should arrange an introduction then. Der schickt Frauenköpfe durch die Gegend? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Junge. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Uff, Bruder. Uff. Ifrit beschworen. Ach, guck mal, der ist jetzt einfach hier in der Mitte mit drin. Ist aber auch gemein, dass man Ifrit nicht als dritte Bestia quasi bekommt. Fies. Aber sowas von richtig fies. Ach, ich kann den Limit-Rausch auch noch verbessern. Irrlicht. Feuerramme. Ich mag leider eigentlich meine Phönix-Fertigkeiten ziemlich gern.
Kann ich als Phönix dann kein Limit haben? Das wäre ziemlich uncool. Naja, finden wir raus, denke ich.